Ich begrüße Sie ganz herzlich heute zu unserem Gottesdienst an dem Sonntag Rogate. Und Rogate, das heißt betet. Das heißt, es ist der Sonntag, an dem das Gebet ganz besonders im Mittelpunkt des Gottesdienstes stehen soll. Ich weiß nicht, wie Sie die vergangenen Wochen erlebt haben, ob Sie vielleicht ganz neu wieder gebetet haben oder ob Sie Ihr Gebet intensiviert haben. Auf jeden Fall heißt es ja manchmal, Not lehrt beten. Aber Not lehrt nicht nur beten, sondern manchmal eben auch klagen, schimpfen, fluchen. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass dieser Gottesdienst uns neu zum Gebet ermutigt. Neu dazu ermutigt, mit dem zu reden, der unser Gebet hört, unser Gott und unser Herr Jesus Christus. Und möge unser Gott uns jetzt diese Zeit gemeinsam segnen. Ich lade Sie ein zum Gebet und wir wollen beginnen mit den Worten von Psalm 95.
Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen, denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht. Und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide. Herr unser Gott, an diesem Sonntag rufst du uns neu zum Gebet. In allen Dingen, in jeder Lebenslage, mit Dank und mit Sorgen dürfen wir uns an dich wenden. Du verschließt deine Ohren nicht vor unserem Gebet. Stärke du unser Vertrauen in deine Barmherzigkeit und deine Liebe. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Ich möchte Ihnen das Evangelium für den heutigen Sonntag lesen, und zwar steht es im Lukas-Evangelium im 11. Kapitel. Da heißt es: Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leihe mir 3 Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon geschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte Ihnen für die Predigt ein Wort aus dem Matthäusevangelium aus dem 6. Kapitel vorlesen. Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Sie haben natürlich oder höchstwahrscheinlich sofort herausgehört, das ist der Anfangssatz vom Vaterunser. Jesus Christus lehrt seine Jünger beten und er gibt ihnen sozusagen ein Beispielgebet mit, woran sie sich orientieren können, eben das Vaterunser.
Und wenn wir uns jetzt das Vaterunser von Anfang an anschauen würden, das sind Bitten um das tägliche Brot, Bitte um Bewahrung, dass unser Leben nicht in eine Sackgasse geht, Bitte um Vergebung, das sind die elementaren Dinge unseres Lebens drin enthalten. Aber auch ganz zentrale Fragen unseres Lebens als Christen kommen dort in den Blick. Und das Vaterunser, es endet mit dem Blick auf die Größe und auf die Herrlichkeit Gottes. Ein ganz umfassendes Gebet. Und in unseren Gottesdiensten gehört es zum festen Bestandteil und ist auch das gemeinsame Gebet von vielen Gemeindeveranstaltungen. Der Grundtenor dieses Gebetes ist, ihr dürft mit allem, mit jeder Sache unseres Alltags zu Gott kommen. Gebet, das ist Reden mit Gott. Das ist kein Ritual, sondern einfach eben ein Reden mit Gott. Und trotzdem tauchen immer wieder Fragen auf. Wie betet man denn? Und hört Gott? Und vielleicht auch diese ganz dringende Frage, wie betet man, damit Gott hört? Damit es auch ein Gebet ist, was bei diesem Herrn ankommt. Ich möchte Ihnen heute eine Geschichte erzählen, die mich schon seit einigen Jahren sehr beeindruckt. Und dazu möchte ich mit Ihnen zurückgehen in die Zeit, als das Volk Israel von Mose durch die Wüste geführt wurde. Eine sehr spannende Zeit. Auf der einen Seite für das Volk Israel Freiheit. Freiheit. Sie waren keine Sklaven mehr, sie waren nicht mehr das Menschenmaterial, das für den Pharao die Pyramiden baute. Endlich raus, endlich weg vom Pharao, endlich Freiheit. Aber da war auch die zweite Seite. Sie waren in der Wüste. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Tag für Tag, Steine, Sand, weiter nichts. Den ganzen Tag gelaufen und immer noch Wüste. Hitze kam noch dazu. Ja, natürlich, Gott hat für sie gesorgt, wenn sie Hunger und wenn sie Durst hatten. Aber Frühmanna, Mittagsmanna, Abendsmanna. Und am nächsten Tag wieder Frühmanna, Mittagsmanna, Abendsmanna. Und wie lange sollte das noch gehen? Am Horizont immer noch Wüste, immer noch. Aber es ging vorwärts, zumindest so lange, wie Mose da war. Aber dann war er plötzlich auf dem Berg Sinai. Es heißt, er redet mit Gott und sie warteten auf ihn lange. Er kam einfach nicht gleich wieder. Und da entstanden die Fragen, was sollte werden? Rundherum Wüste, ob man nur nach links oder nach rechts geht, überall Wüste. Wo geht's lang? Wo kommen wir zum Ziel? Und da kam die Idee auf, wir bauen uns einen Gott. Ein Gott, der uns führt aus dieser unwirklichen Situation heraus. Und Sie ahnen jetzt, was entsteht. Sicherlich kennen Sie die Geschichte. Es entsteht dieses goldene Stierbild. Der Jubel ist groß, sie feiern ein Fest, die Stimmung ist auf dem Höhepunkt. Und dieses Bild, das bringt Gott auf den Plan. Er zeigt es Mose oben vom Berg. Da, Mose, schau mal, was das Volk Israel macht. Und nun kommt dieser eine Satz, der es zeigt, dass es Gott nicht egal ist, was seine Menschen tun. Ich zitiere mal aus 2. Mose 32. Da sagt Gott zu Mose, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne. Dafür will ich dich, Mose, zum großen Volk machen. In diesen wenigen Worten liegt die ganze Enttäuschung Gottes. Er hatte alles getan, wirklich alles. Hatte sie aus Ägypten geführt, Sklaverei. Was können wir uns noch vorstellen, wie das ist, einfach nur Besitz zu sein? Hatte sie vor der Armee bewahrt, hatte Nahrung und Wasser gegeben. Und das Volk, da tauchen die ersten Probleme auf und sie lassen sofort Gott einen fremden Mann sein. Und dort spüre ich aus diesen Worten von Gott,
seinen Schmerz, den Schmerz eines Vaters um sein Volk, was einfach seiner Wege geht. Und wie war das? Was lehrt Jesus seine Jünger? Unser Vater, sollen sie sagen. Er hat alles gegeben und das Volk zeigt ihm die kalte Schulter, diesem Vater, wie Jesus ihn nennt. Aber an der Stelle protestiert Mose. Und ich schmücke Ihnen jetzt mal seine Worte, die Mose sagt, mit meinen eigenen Worten etwas aus. Er stellt sich dort vor Gott hin und sagt, Gott, überleg dir das mal. Überleg dir doch, du hast das Volk erst aus Ägypten geführt. Du hast den Pharao in die Schranken gewiesen. Du hast deine Macht gezeigt und nun überlegst du dir, wie du sie vernichtest? Überleg dir doch mal, was der Pharao sagt. Erst hast du sie rausgeführt, nur in die Wüste geführt, um sie dort zu vernichten. Der Pharao, bekommt doch einen Lachkrampf. Überleg dir doch mal, was du da machst. Und außerdem, Gott, du hattest doch es Abraham versprochen. Stell es dir doch mal wieder vor Augen. Du kannst es doch jetzt nicht so einfach ignorieren. Du hast doch versprochen und verheißen und geschworen. Gott, das geht nicht. Das kannst du doch nicht machen. Sie merken, ich habe das jetzt ein ganzes Stück auch mit meinen Worten ausgeschmückt. Aber Mose betet so inbrünstig zu Gott. Stell das Gott vor die Augen. Ha, das kannst du doch nicht machen. Und wie reagiert dann Gott drauf? Ich zitiere nochmal. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Was ist das für ein Gott, der uns da begegnet? Was ist das für ein Gott, dem es an die Nieren geht, was sein Volk tut, dem es einen Stich ins Herz gibt, als sein Volk einfach seiner Wege geht. Alles Liebe hat er reingelegt und dann dieser Goldochse da auf dem Podest und das geht ihm an die Niere. Und dann geht Mose auf die Knie und dieser Gott lässt sich erbitten. Dieser Gott zieht seinen Entschluss nicht durch, er lässt sich erbitten und geht mit seinem Volk Israel weiter. Und von diesem Gott, der Mose so begegnet, von diesem Gott, sagt Jesus Christus, den sollt ihr unser Vater nennen. Unser Vater, dieses Wort, eine riesengroße Einladung an uns. Wir dürfen mit Gott reden, wie mit einem Vater. Er lässt sich erbitten. Wir dürfen vor ihm unser Herz ausschütten. Und wir dürfen auch, so wie es Mose macht, ihn beim Wort nehmen. Einfach, weil er unser Vater ist. Ein großartiger Gott. Ein Gott, der hört, der ein Vaterherz hat. Ein Gott, der nicht weghört, wenn wir mit ihm reden. Und trotzdem bleibt für mich dort eine Spannung. Ich sagte schon, mich fasziniert diese Geschichte von Mose, wie er mit Gott redet und wie sich Gott erbitten lässt. Aber ich habe eben auch meine Erfahrung. Und da ist auch die Erfahrung so mancher Gebete. Da war Not und da habe ich inständig gebetet und dann war scheinbar nichts. Und da hatte ich gehofft, dass Gott, dieser Vater, alles zum Guten wird wenden werden. Und dann war da doch ein dunkles Tal. Und dann, nicht nur einmal, habe ich persönlich auch an Sterbebetten gestanden und gefleht zu diesem Gott. Und alles kam anders. Und dort spüre ich so eine Spannung. Auf der einen Seite diese Einladung im Wort Gottes, immer wieder wiederholt,
diese Einladung, doch zu beten zu diesem Gott, der unser Vater ist. Und doch ist da meine Erfahrung. Auf der einen Seite habe ich großartige Dinge erlebt und ich könnte Ihnen da manches Wunder auch erzählen, wo ich heute noch fasziniert davon bin. Aber das andere gibt es eben auch. Gebetet und scheinbar auf taube Ohren gestoßen. Wie sagt es Jesus, als er damals seine Jünger das Beten lehrte? Er sagt, unser Vater im Himmel. Ja, unser Vater im Himmel. Und genau in dieser Anrede haben wir diese Spannung schon drin. Er ist unser Vater. Ja, er ist der, dem wir alles, aber auch alles anvertrauen können, der hört, der sich erbitten lässt, der das Beste für uns will. Ja, wir haben unseren Vater im Himmel. Wir haben den, der mit offenen Armen auf den Sohn wartet. Ich erinnere Sie an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der Vater sich sehnt nach seinem Sohn, dem es schmerzt, wenn Menschen nicht nach ihm fragen. Aber er ist auch unser Vater eben im Himmel. Er ist Gott. Er ist eben auch der ganz andere. Er ist der, der jenseits aller unserer Vorstellungen ist, der nicht an Raum und Zeit gebunden ist, der so ganz anders ist als wir Menschen. Eben Gott. Er ist der, der den Überblick hat, der in der Geschichte da war, der in der Gegenwart und in der Zukunft da sein wird. Jesus nennt ihn eben auch unser Vater im Himmel. Das heißt, er ist Gott. Er ist der ganz andere. Er ist jenseits unserer Vorstellungen nicht an Raum und Zeit gebunden, der ganz andere als wir Menschen, eben Gott. Und er hat den Überblick über die Geschichte, über Gegenwart und über Zukunft. Er kennt den Weg. Er weiß, was gut ist. Er weiß, was schadet. Er hat einfach den Überblick. Er ist die feste Größe in allem Werden und Vergehen, in aller Unsicherheit, in dem, was uns bewegt, in dem, was sich immer wieder ändert, was uns Sorge macht, worauf wir mit Bangen blicken, weil wir es nicht einschätzen können. Er ist die feste Größe, der Heilige, der Unvorstellbare. Oder eben, wie es Jesus sagt, unser Vater im Himmel. Und dort haben wir auch diese Spannung. Ja, da ist eine Spannung zwischen dem, dass unser Gott Vater ist, dass er uns nahe ist, vertraut ist, dass er sich erbitten lässt, dass wir mit allem zu ihm kommen können und auf der anderen Seite, dass er eben im Himmel ist, dass er der Allmächtige ist, der es gut meint mit uns und der nicht einfach ein Wunscherfüller ist, sondern eben im Himmel der, der den Überblick hat. Halten wir diese Spannung aus? Halten wir diese Spannung aus, ihn, unseren Gott, auch manchmal nicht zu verstehen, zu hoffen und es passiert scheinbar nichts? Halten wir es aus, diese Spannung, und ihm trotzdem zu vertrauen, trotzdem alle Hoffnung auf ihn zu setzen, ihn zu bitten, wie nur Kinder einen Vater bitten können, und dennoch zu wissen, er meint es gut, egal was passiert, er meint es gut, wie ein Vater mit seinen Kindern. Ja, es ist eine Spannung. Es ist eine Spannung und wäre sie nicht da, dann hätten wir entweder in Gott einen Wunschautomat, einen Hampelmann, der nach unserer Pfeife tanzt, oder auf der ganz anderen Seite einen ganz fernen Gott, der sowieso macht, was er will und dem es egal ist, wie, ob wir ihn bitten. Aber da ist diese Spannung. Unser Vater, der ist eben der im Himmel. Und ich gestehe Ihnen,
Ich möchte diese Spannung aushalten, einfach weil ich weiß, wir haben unseren Vater und der ist im Himmel. Amen. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Sein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Da darf ich Sie jetzt noch einmal zum gemeinsamen Gebet und zur Fürbitte einladen. Herr unser Gott, wir haben jetzt auch die Nöte vor Augen, die um uns herum sind. Und wir legen dir das alles vor deine Füße. Die Menschen, die im Moment besonders zu leiden haben, die Angst und Sorgen umtreibt. Lass du uns als deine Gemeinde Zeugen werden für das Vertrauen auf dich. Wir bitten dich auch für unsere Politiker und alle, die Verantwortung tragen und auf die ein unheimlicher Druck jetzt lastet. Schenke du ihnen Weisheit in ihren Entscheidungen. Wir bitten dich auch für die, die sich wehren gegen Bestimmungen, die jetzt für uns wichtig sind. Schenke du Einsicht. Schenke du neues Nachdenken und schenke du auch Einheit in unserem Land, unter uns, in unseren Dörfern und Städten, in Europa, auch in unseren Kirchgemeinden. Wir legen dir auch die Not, die ganz besonders groß ist, in unserem Partnerkirchenbezirk in Tansania hin, wo die Menschen nicht nur an der Pandemie leiden, sondern auch noch an Überflutung durch Regenfälle und an ausbleibender Ernte und ausbleibenden Tourismus.
Sie stehen vor dem Nichts ganz anders als wir. Und wir legen dir auch all das hin, was uns ganz persönlich bewegt, und fassen es in dem Gebet zusammen, das du uns gelehrt hast. Und wir bitten dich, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte Sie jetzt noch unter den Segen unseres Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. So wünsche ich Ihnen allen einen ganz gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche. Seien Sie behütet von dem, der unser Vater im Himmel ist. Gottes Segen, Geborgenheit in Vater, Sohn und Geist, Glaube wie ein Feuer, das wärmt und nicht in den Augen beißt, Sehnsucht und Hoffnung, Menschen, die dich in die Weite führen, Freunde, die dich tragen, Gedanken, die die Seele inspirieren.
wünsch dir diesen Segen. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne dich. Ich wünsch dir Gottes Segen. Entfalte alles, was du in dir spürst, die Dinge, die dir liegen. Auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst, wag neue Wege, probier dich einfach immer wieder aus, lass dich nicht verbiegen, lebe mutig, offen, geradeaus, ich wünsch dir diesen Segen. Gott segne dich.